Anjong, heute geht es weniger um eine spezifische Übung, heute geht es mehr um einen Tipp. Das haben mich jetzt auch einige gefragt. Das Problem, das ist schon ein bisschen länger. Und zwar geht es um, wie trainiere ich eine Pumpcell zu Hause, wenn ich jetzt nicht den Platz zur Verfügung habe, wie hier beispielsweise in der Trainingshalle oder draußen an der frischen Luft, wenn es mal regnet. Oder wenn man sich nicht traut, weil andere zuschauen. Ist ja völlig egal. Wie kann man eine Bewegungsform zu Hause trainieren, wenn man nicht viel Platz zur Verfügung hat? Wir machen das mal jetzt ein bisschen. Ich präsentiere das jetzt mal in Form von, naja, ein Quadratmeter ist einfach zu wenig, um eine Form zu laufen. Da ist ja der Tritt schon raus. Das heißt, man braucht schon, naja, 2, 3 Quadratmeter. Ansonsten wird es wirklich eng. Ich verrate euch heute und ich zeige euch heute, wie ihr eine Form, eine Pumpcell zu Hause trainieren könnt, ohne sie komplett zu laufen. Das heißt, die Schritte werden wir ein bisschen einkürzen, die Bewegung an sich individualisieren. Das setzt voraus, dass man diese Form aber schon mal gelernt hat und relativ sicher beherrscht. Also wenn man gerade eine Form lernt, dann wartet, bis euch jemand, im besten Fall ein Meister, die Form beibringt. Und dann könnt ihr das Ganze so als Wiederholungsmechanismus nehmen, um die so ein bisschen zu trainieren, um auch wenn wenig Platz vorhanden ist, eine Form zu laufen. Aber wenn ihr eine Form gerade frisch lernt, macht das bitte nicht. Das bringt euch nur durcheinander. Dann wartet ab, bis ihr irgendwo steht, wo ihr genügend Platz habt und wo ihr jemanden habt, der euch die Form wirklich beibringen kann, der weiß, wie die ganze Sache funktioniert und versucht das euch nicht selber anzueignen. Da sind dann Sachen und da schleichen sich dann Fehler ein, die sind so schwer rauszureparieren, dass sich das einfach nicht lohnt. Das ist dann zeitlich, habt ihr euch dann weniger an Gefallen getan, als wenn ihr wartet und euch das von jemandem zeigen lasst, der die Form kennt und euch das auch erklären kann und die Kleinigkeiten kennt. Und zum Wiederholen und zum Reinkommen in die ganze Materie, Bewegungsform und Pumpcell kann man das, was heute Thema ist, sehr gerne nehmen. Es gibt zwei verschiedene Methoden, wie man eine Form mit relativ wenig Platz laufen kann. Ich zeige euch heute die erste, das ist so die Standardvariante. Die zweite, das machen Kinder ganz gerne, weil die hüpfen und springen ja immer sehr, sehr viel. Das heißt, die zweite Variante ist eher für die Kinder. Wenn bei den Erwachsenen auch jemand gerne hüpft oder springt, könnt ihr natürlich auch machen. Ja? Die erste Variante ist, wir machen das mal am Beispiel der ersten Pumpcell, das ist ein ganz einfaches Beispiel, sollten die meisten von euch kennen. Ihr beginnt natürlich in Chumbi, da gibt es keine Individualisierungsmöglichkeit. Und jetzt fangen wir mal an zu laufen. Erstes Kommando nach links, Absorbialhierarchie. Wenn man jetzt schon merkt, das wird hier eng, da ist ein Schrank, ein Spiegel, ein Fernseher und ihr könnt hier nicht nach vorne gehen und schlagen. Macht ihr, jetzt müsst ihr ein bisschen mehr auf meine Füße achten als auf meine Hände. Ihr macht den Schlag mit rechts, geht aber nicht vorwärts, sondern ihr geht erstmal mit dem rechten Fuß zurück und lauft quasi auf der Stelle mit dem linken Fuß zurück und mit dem rechten Fuß auf der Stelle nach vorne. Jetzt sind wir quasi nach vorne gelaufen, ohne nach vorne zu laufen. So, beim dritten Kommando, Drehung ist ja schon relativ groß eigentlich. Normalerweise geht der rechte Fuß jetzt den ganzen Weg zurück. Was man jetzt hier stattdessen machen kann, ist, man geht mit dem Fuß nur den halben Weg zurück, geht mit dem linken Fuß wieder an die Stelle, wo der rechte gewesen ist, dreht und macht Absorbialhierarchie. Das gleiche wieder in grün wie gerade eben. Schritt zurück, linker Fuß geht, Schlag zur Mitte. So, das ist die lange Stellung, wenn ihr jetzt zu euch sozusagen, der hintere Fuß zieht ein bisschen ran, hier kann man auch ein bisschen individuell, hier kann auch ein bisschen weg der Fuß, je nachdem, wie wenig Platz ihr habt. In die lange Stellung verlagern, Abdominalmaki und Balomong Tigi. Wenn jetzt nicht irgendwas wieder im Weg ist, vorderen Fuß ein bisschen zurückziehen und den Momentum-Maki auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann geht das immer so weiter. Ihr habt vielleicht gesehen, ich stehe die ganze Zeit auf oder in der Nähe dieser roten Matte und bewege mich hier auch nicht weg, obwohl ich die Form so laufe, wie sie von der Reihenfolge konzipiert ist. Natürlich jetzt nicht original, weil ich bewege mich ja jetzt nicht nach vorne so richtig, aber der Rhythmus und die Techniken sind ja die gleichen auf der jeweils richtigen Seite. Das heißt, ich kann die Form hier wirklich so laufen, wie sie konzipiert ist, die Reihenfolge stimmt, ohne mich hier vom Fleck zu bewegen. Also so kann man eine Form laufen. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, das wird auch für diejenigen, die das jetzt noch nie gemacht haben, auch nicht so flutschen. Ist aber eine schöne Sache, um halt mit wenig Platz trotzdem seine Form, seine Grundtechniken zu laufen und zu trainieren. Und das ist Variante 1. Die zweite Variante ist fast die gleiche. Der einzige Unterschied ist das Beispiel erste Form, Pumpcell Tegu Kiljan. Ihr
im Gegensatz zur ersten Variante jetzt nicht den vorderen Fuß zurückzieht und mit dem hinteren Fuß nachsetzt und schlagt, also das Vorwärtsgehen simuliert oder ersetzt, sondern ihr springt das Ganze. Das heißt, ist tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, weil ihr mit dem Timing zwischen Hand und Fuß mehr arbeiten müsst und ein besseres Timing haben müsst und das Arretieren ein bisschen schwieriger ist. Ihr wollt ja nicht landen wie so ein Panzer. Das heißt, ihr macht im Grunde genommen das. Ihr springt mit einem Fußwechsel und müsst dann halt schlagen. Und dann möglichst sauber landen. Das gleiche wird natürlich ein bisschen heftiger in der 180-Grad-Rotation. Und absorbi Alemaki, dann wieder springen, absorbi Montotitigi, dann 90 Grad im Akubi, 1, 2 und so weiter und so fort. Das heißt, anstelle des Gehens kann man es auch mit dem Springen machen. Kinder haben da sehr viel Spaß dran, erfahrungsbedingt. Also können sie auch gerne üben. Wenn ihr jetzt zu Hause wirklich wenig Platz habt, dann ist das eine super Sache, um trotzdem technisch im Saft zu bleiben, seine Form zu laufen, seine Form zu trainieren. Wer Platz hat, nutzt ihn bitte auch und läuft die Form so, wie sie gedacht ist, mit den Schritten, weil das ist im Grunde genommen das, wie sie auch am Ende aussehen soll. Und bitte nochmal, ganz, ganz wichtig, wer eine Form noch nicht zu 100% gelernt hat, übt diese Form bitte nicht so. Ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, warum. Man trainiert sich dieses vordere Fuß, zieht zurück, andere Fuß geht vor. Das geht so schnell, dass das reinbrennt. Deswegen lasst es bitte sein. Zum Wiederholen, okay, aber wirklich zum richtig Ausfeilen und Feintuning-Training empfehle ich euch, schafft euch Platz und lauft die Form so, wie sie gelaufen werden soll und nicht in dieser gekürzten Variante. Ist nur ein kleiner Tipp, wenn man zu Hause ein bisschen mal wieder seine Form trainieren möchte, ohne dass man viel Platz hat. Viel Spaß, wenn ihr Platz habt, nutzt ihn, wenn nicht, probiert das ruhig mal aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.